Thank you.
Rauchentscheidung auf dem Dach zu verhindern. Wahrscheinlich ist der hinter Atemschutz, wird betriebsbereit gemacht. Von dort aus erfolgt dann die Bereitstellung von weiteren Atemschutzgeräteträgern, damit die ersten Einsatzkräfte der ersten Fahrzeuge von dort aus abgelöst werden können. Der Luftvorrat bei den Atemschutz. Der LKW-Brand wurde inzwischen gelöscht. Jetzt geht es noch darum, die Ausbreitung an der Fassade und auf dem Dach zu bekämpfen. Weiterhin ist im Aufbau die Wasserversorgung von einem Hydranten aus der Reinhold-Bester-Straße. Jetzt alle Löschfahrzeuge der Verbündeten im Einsatz. Würden wir das Feuer nicht unter Kontrolle bringen, würden benachbarte Feuerwehren dazu alarmiert werden. Danke. Alle Doppelstein, Rettungsstunden noch auf der Suche nach unseren Mitarbeitern. Die Rettung der Luftbewegung ist verboten von Nacht, Leistung, aber durch Verbindung abgebrochen sein. Die Personen sind auch der Verbindungsrahmen.
Einsatzleitung erfahren habe, aber es sind jetzt alle Personen gerettet. Es werden keine Personen mehr vermisst. Um die Halle wieder rauchfrei zu bekommen, werden über das Tor an der Südseite Funklicht zur Entstellung gebracht, damit der Rauch aus der Halle geblasen werden kann. Mir wurde heute zu einer Brandmeldeanlage bei der Firma Geze in Leonberg alarmiert. Vorgefunden hattet mir vor Ort einen LKW-Brand. Der LKW-Brand hat sich auf die neue Lagerhalle, Produktionshalle der Firma Geze ausgedehnt gehabt. Es wurden innerhalb von der Halle 3 Personen vermisst. 2 Arbeiter waren auf dem Dach, wo wir mit der Drehleiter haben retten müssen. Insgesamt wurden von uns 5 Personen gerettet. Wir sind mit 74 Einsatzkräften hier vor Ort. Die abschließenden Maßnahmen sind die Belüftungsmaßnahmen innerhalb von dem Gebäude, damit wir das Gebäude rauchfrei bekommen.